What you have given me is the most profound experience I could have. Voll, 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 die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Yo, 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 howdy ho, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres fröhlichen Medienpodcasts, voll in die Presse, heute mal nur zu dritt. Den Sommer haben wir in Urlaub geschickt oder wie er es nennt, undercover. Dafür habe ich eine total ausgeglichene und diesmal nicht schlecht gelaunte Runde, der Sommer ist ja nicht dabei bei mir. Zu meiner Linken, den Prollo Ferrari mit neuer Frise. Jawohl. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten, den lieben Beef Rogers, der die Frise zu Hause gelassen hat. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Hallöchen. Ja, mit ohne Frise. Mit ohne Frise, aber unheimlich gut aussehender, ja, Typ. Trotz allem. Und auch hier immer für die Stimmung gut. Und ja, ich dachte, wir steigen heute direkt mal ein. Ich habe den Jungs versprochen, ich starte mit einem kleinen Quiz. Ein Soundquiz. Hörerinnen und Hörer dieser Sendung wissen, dass ich auf mein kleines virtuelles Soundboard stehe. Und ich habe für euch mal Folgendes mitgebracht und ich möchte euch bitten zu raten, was das wohl ist. Flugzeugtoilette. Okay, ich habe hier Spülung gehört. Klospülung, ja. Klospülung. Ich hätte Flugzeugtoilette gesagt, war aber zu lang dafür. Ja, Flugzeugtoilette ist schon nicht schlecht. Und ich finde auch, es klingt wie eine Klospülung. Und richtig geil wäre jetzt gewesen, wenn ich euch hätte auf den Holzweg locken können und ihr gedacht hättet, es wäre die Ferguson 2000. Ich habe kurz überlegt, aber ich habe... Ja, aber so bin ich ja nicht. Ja, nein. Ich gebe euch noch mal, ich gebe euch noch mal ein bisschen mehr von dem Sample mit und dann wisst ihr, glaube ich, was es war, weil das ist etwas, was diese Woche passiert ist und echt ziemlich geil ist. Können wir gleich noch mal drüber sprechen. Könnt ihr es euch jetzt vorstellen? Eine Toilettenrakete. Ja. Eine Toilettenrakete, es wird immer besser. Immer das, besser, okay. William Shatner, der ja, seinen pass auf, hier. Flug geschenkt bekam. It was so moving. This experience is something unbelievable. Richtig. Captain Kirk. War erstmals im All. Der älteste Mann der Welt, der im All war. Im Alt, im All. Ja. Alt im All war. Alt. Ist auch schön. Und ich fand es richtig geil. Also ich fand es vorher schon geil. Ich hatte das gar nicht gewusst, dass das jetzt vor unserer Sendung ist. Ich hatte da eigentlich einen Artikel rausgesucht, dass er es tun würde. Jetzt ist es schon after the fact sozusagen. Und ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Wir werden das Video einfach mal einbetten. Das ist jetzt hier mehr so das vertonte Video wieder. Der war echt moved. Also ja, kann ich mir vorstellen. Also da gibt es so eine Szene in dem Video. Da habe ich natürlich auch ein kleines Sample, wo er dem Bezos, dem man ja entgegentreten kann, wie man möchte, aber er hat halt Captain Kirk glücklich gemacht, in den Armen liegt und Folgendes sagt. What you have given me is the most profound experience I can imagine. Voll am Heulen. Filled with emotion about what just happened. It's extraordinary. Ja, also der hat das richtig genossen, wenn er nur ein paar Minuten das Ding da hochjuckelt, ja, und dann einmal da durch ein Orbit rauscht, aber es muss ihn sehr bewegt haben. Ja, der hat geschäftlich hat er ja jahrelang an diesen angemalten Bügeleisen gestanden und der Pappe, ja. Insofern aber hat sich für ihn das ja im Nachhinein noch gelohnt. Richtig, aber als ich war nie ein Trekkie, muss ich dazu sagen. Ich war immer Star Wars und nicht so sehr in Trekkie, aber es gibt coole Spin-Offs und so, die ich auch geguckt habe. Aber das ging, glaube ich, in den 50ern los, ne? Noch in Schwarz-Weiß.
Das muss, oder, oder 60er. Jetzt würde ich dir vom Gefühl her widersprechen. Ich glaube, ja. Das war Raumschiff Orion. Dann, ja, Raumschiff Orion war auch das Modellreisen übrigens. Enterprise, ja, noch schwarz-weiß am Anfang. Die Amis haben halt mehr Kohle für so Studioausstattung. Ja, genau. Auch damals schon. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eher 60er. Ich bin erst mit Jean-Luc Picard eingestiegen. Genau, das war dann noch, das war eher 80er, würde ich sagen, ne, gefühlt. Ja. Und also ich meine, es wäre eher 60er gewesen mit Enterprise. Aber ich bin jetzt auch nicht so der ganz große Trekkie. Und schon direkt in Farbe, sonst vielleicht verwechsel ich mich. Nee, Wir machen einen Shoutout für den Hank Frank, der muss es jetzt der wird uns sagen, wann welche Folge wo gedreht wurde in welchem Studio. Er wird es für uns googeln. Nee, aber ohne Flachs jetzt, es ist tatsächlich, also schwarz-weiß war auf jeden Fall Raumschiff Orion. Und da bin ich mir ziemlich sicher, eben mit dem Bügeleisen und auch mit so einem beleuchteten Salzstreuer, den hatten die irgendwie auch da von innen. Obwohl das auch wiederum bei Star Trek gewesen sein könnte, dass das nämlich dieses Multifunktionsuntersuchungsgerät von Pille McCoy war. Ja, hätte man irgendwann halt rangehalten. Genau, ja, Pickel am Arsch. Ich hatte mal so eine Doku über Star Trek gesehen, also Enterprise, wo die dann wirklich diese schieben, die immer so, ne? Dann waren immer so zwei arme Typen, die mit dem Seil dann das so auf und zuschieben mussten, wenn da einer durchlief. Oder auch Tablets, da gab es ja schon Tablets, was wahrscheinlich heute... Aber krass dick waren die, ne, so im Nachhinein. Gut, die waren nicht von Apple, ne? Also, aber trotzdem. Achso, ich dachte, die Typen, die Türen aufziehen. Also, was ich aber. Die müssen doch in die Wand reinpassen. Genau, soll das denn gehen? So, ich dachte, die wären sehr schwere Türen. Na gut, aber gerade so, also so popkulturelle Sachen, die finden ja tatsächlich ihren Weg in die Wissenschaft und nicht nur immer umgekehrt. Ja, Science Fiction, das ist ja so ein Geben und Nehmen. Und was mich aber immer fasziniert hat, dass die Leute so auf dem Beamen rumreiten. Ja, die haben sich das damals gedacht, komm, wir beamen einfach, dann haben wir hier für die Special Effects müssen wir weniger Geld ausgeben. Ja, und seitdem sitzen die Forscher dran und wie macht man das? Wie macht man das? Genau. Aber es ist ja auch genial. Also ich finde, das ist eine visionäre Sendung gewesen und andere auch, aber vieles davon gibt es ja heute tatsächlich. Das finde ich tatsächlich bei solchen Sachen auch ganz spannend. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal wieder einen älteren Comic rausgekramt von Blake and Mortimer. Muss man nicht kennen. Ist so eine englische Comicserie der Linie Claire irgendwie und alles fein. Und da gibt es einen Comic, wo dann einer der beiden, das ist dann so ein Professor, der wird dann, ich erspare jetzt die komplette Geschichte, durch so eine Zeitmaschine wird er durch die Zeiten geschickt, erst zurück und dann wieder in die Zukunft und ist dann auch in der Zukunft 2500 ungefähr. Und da haben sie witzigerweise, das hat der, und das der Comic ist aus den 50ern gezeichnet tatsächlich, haben die Kommunikationsgeräte am Arm. Also heute, was die iWatch oder wie das Ding heißt, da irgendwie ist und alle entsprechenden Konsorten der anderen Anbieter, die ich jetzt nicht alle am Schirm habe. Und die hatten so einen Kommunikator, wo auch, das sah auch aus wie eine Uhr und war dann auch mit Bild und Text. Also fand ich ganz witzig. Ja, aber 50er Jahre. Muss ich sagen, das ist nicht 50er, aber wahrscheinlich 80er. Knight Rider hatte das auch schon. Sowohl selbstfahrendes Auto als auch Kommunikator am Arm. Hier, Kid, komm mal her. Komm mal vorgefahren. Komm mal bei mich bei. Komm mal bei. Komm mal bei die Mama. Komm mal lecker bei mich bei und rum. Hallo, ich bin das selbstfahrende Auto. mein Sitz, Hilfe, was ist hier los? Schön. Ja, aber das finde ich tatsächlich auch faszinierend, auch gerade wenn man so den älteren Kram mal guckt oder sowas, also was da so schon drin steckte und manchmal aber auch, wo es in die völlig falsche Richtung geritten wurde. Also wenn sich dann irgendwelche Vorstellungen, die sich so gar nicht oder gar nicht in diese Richtung entwickelt sind, finde ich dann auch wiederum ganz, ganz witzig. Aber hier fand ich das sehr spannend und wie gesagt, für William Shatner habe ich mich ja auch gefreut. Für den muss ich auch irgendwie so einen Kreis schließen irgendwie. Der ist berühmt, berüchtigt dafür, dass er ein Raumschiffkapitän ist und darf dann tatsächlich nochmal mit wirklich sehr hohem Alter, sieht ja also auch top aus, war auch offensichtlich noch sehr rüstig, ins Weltall fliegen. Na gut, das kann man auch bei Filmen photoshoppen, aber ja, aber für ihn jetzt ganz klar, persönlich. Ist ne? Ich meine, die ganze Zeit steht er in irgendwelchen Studios am Bügeleisen und suggeriert hier endlose Weiten und so weiter. Und dann sieht er das mal mit eigenen Augen. Ja, ich finde das geil, ganz sowas. Cool. Ja, was Spock nie schaffte. Der lebt ja auch gar nicht mehr. Nee, der ist schon länger tot, der Schauspieler. Ja, ich habe jetzt, wir reisen jetzt nach der Zukunft, reisen wir mal in die Vergangenheit und ich werde euch ein paar Zeilen vorlesen und dann werde ich euch dazu befragen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut, wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Was sagt euch das? Ich kenne das. Roberto Blanco? Schlagertext, genau. So, Roberto Blanco. Und damit möchte ich mal einsteigen. Roberto Blanco
verdient sich hier möglicherweise noch Lob im Bereich der Forschung. Ich werde euch aber erstmal die Überschrift vorlesen, damit ihr Bescheid wisst. Roberto Blanco fordert Exhumierung Beethovens, Komma, warum? Warum nur, Roberto? Ja, ich wüsste gerne, warum. Ja, das, so, das überleg ist, will er die 10. veröffentlicht haben. Nee, die ist ja vervollständigt worden. Vielleicht jetzt auch behauptet, eine er ist KI verwandt. Fast nicht falsch. Fast nicht falsch. Der will ja irgendwie einen Gentest machen, oder Genanalyse. Ja, genau. Und aber warum? Tja, dann Verwandtschaft? Keine Ahnung, keine Idee. Keine Verwandtschaft, aber Exhumierung, um dessen afrikanische Abstammung zu beweisen. Ach, Beethovens. Beethovens. Roberto Blanco, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber auf jeden Fall sieht man, dass er schwarz ist, das wissen wir. Bei Beethoven sieht man es nämlich nicht, weil die, ne, wie bei Jesus schon, die Leute immer schön ethnisch angepasst gemalt haben. Es gibt tatsächlich von Beethoven so ein Porträt, wo er recht dunkel aussieht, und es gibt auch so aus der Zeit tatsächlich so ein paar Dokumentationen, dass der zumindest südländisch ausgesehen haben soll, unser guter Beethoven. Ja, in Bonn vor der Post sieht er ja eher so bronzemäßig aus, weiß man also nicht, aber ihr werdet euch fragen, der Blanco, ja, was hat er wieder? Aber tatsächlich hat er. Langeweile, keine Ahnung. Ja, nee, aber. Keine Hits mehr. Also, er hat sich, konkret hat er sich öffentlich an den Wiener Bürgermeister gewendet, um dass der die Exhumierung zulassen solle. Und also der gute Herr Blanco hat nicht unbedingt einen an der Klatsche. Jedenfalls nicht deswegen, das kann man ihm nicht unterstellen, denn es gibt wohl schon seit längerem Anhaltspunkte, dass unser gebürtiger Bonner afrikanische Wurzeln gehabt haben könnte. So, und ein bisschen zugespitzt, so Blanco-mäßig, ich wette, dass Beethoven mir ähnlicher gesehen hat als Ihnen, Herr Bürgermeister. Ein bisschen, ja. Ich frage mich nur, warum ist das so wichtig? Also, ja, das kann ich dir gleich sagen. Also vielleicht kurz der Spoiler, es ist noch niemand exhumiert worden. Und einige Leute finden das, glaube ich, auch relativ mäßig, diese Idee. Und ich lese mal ein Zitat hier vor, und zwar nicht vom werten Herrn Blanco, sondern von einem Forscher, der sich mit dem Thema beschäftigt. Beethoven könnte als früher POC, also Person of Color, fast 200 Jahre nach seinem Tod zu einer ganz neuen Identifikationsfigur werden. So, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sich aus wissenschaftlichem Interesse damit beschäftigen, und nichtsdestotrotz. Ja, da stehen wir jetzt hier. Ich führe euch den Artikel nochmal kurz weiter. Aber das Fazit ist letztendlich, weil der gute deutsche Beethoven, ja, man beruft sich ja immer schön auf die, je nachdem, wie man es ausdrückt, Leitkultur. Man kann es aber, glaube ich, auch ein bisschen unbelasteter formulieren. Ja, das Kulturgut hier, Johann Sebastian Goethe, Friedrich Beethoven, ja, alle. Und wie sie heißen? Alle berühmten Komponisten, ne? Goethe, Schiller, Karl Theodor zu Händel und natürlich der... Und Ludwig van Stalin. Ja, we put the fun in Beethoven, wie dem auch sei. Also das kann man schon jetzt in die Richtung deuten, dass halt, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht nicht jeder Deutsche unbedingt die sprichwörtliche Kartoffel sein muss, ist vielleicht ein bisschen Multikulturalität gar nicht schlecht, so als Herangehensweise. Ja? Und das wäre natürlich, ich sag mal, ein Klopper, wenn der gute alte Beethoven, ja, vielleicht. Aber also ich würde jetzt erstmal voranstellen, so ähnlich wie es Ben eben auch gesagt hat, also letzten Endes ist ja, also ist mir gefühlt völlig egal, wer er ist oder wo er herkommt, sondern im Wesentlichen geht es ja um die Musik, die er gemacht hat und oder den Beitrag zum Kulturgut, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne. Und gerade Beethoven ist ja auch eher dann noch so mit der europäische unter diesen ganzen Komponisten. Mhm. Was mich, du hattest das eben am Anfang erwähnt, beziehungsweise zitiert, dass es da ohnehin schon Überlegungen gab. Also liegt das Beethoven, das klingt eher so niederländisch oder sowas als Name von der Herkunft her? Ja, da kann ich... Also hier tatsächlich die Frage, wie kann denn der gute Mann an afrikanische Vorfahren geraten sein? Niederländische Antillen.
Habe ich auch überlegt, aber ich glaube, das war später. Mauren, pass auf. Es könnten Beethovens väterliche Wurzeln nach Flandern sein, die eine besondere Herkunft schlüssig erscheinen lassen. Denn dies stand zeitweise unter spanischer Herrschaft. Teile Spaniens wiederum waren lange von den nordafrikanischen Mauren besetzt. Und dass der Typ zumindest also sonnengebräunt war... Ist doch Beethoven egal. Ein Nafri, schreibt die Bild-Zeitung. Ja, richtig, da freuen wir uns. Ja, das, also ich lese das jetzt mal vor, das muss man mir jetzt nicht in den Mund legen, das ist, glaube ich, ein bisschen älter, das Zitat. Die Form des sogenannten Mulattenschädels im Beethoven-Grab weist stark auf eine afrikanische Abstammung hin. Eieieiei. So, okay. Ja, ist das Problem ist. Mulattenschädel, ist das jetzt so AfD-Vokabular? Ich bin kein Experte, aber tatsächlich, also man beruft sich da ja auf irgendwelche älteren. Zeugenaussagen schon. Der gute Mann ist tatsächlich auch mindestens einmal ausgegraben worden. Problem ist halt, man weiß nicht so recht, ob da noch derjenige drin liegt, der da reingehört, weil gerade in der Zeit damals war es wohl gängig, sich da auch mal so ein paar Souvenirs von Verstorbenen mitzunehmen. Und er wäre nicht der Erste, wo man einfach den Schädel vielleicht auch mal ausgetauscht hat. Ja, die berühmte Deswegen, Fliegen also Köln, mal eben ne, eine Haarprobe nehmen, ist halt nicht so ohne weiteres möglich. Ja. Aber könnte halt auch von jemand anderem stammen. Technisch wäre es nicht so das Problem, weil der ist wohl in so einem schicken Metallsarg, den du mit einem einfachen Schlüssel öffnen kannst. Muss halt nur der Bürgermeister okay sagen. Also ich dachte, er hat den Schlüssel. So. Das, ja. So. Also wie gesagt. Ich kann euch jetzt hier noch einen Absatz zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung vorlesen. Da hat sich nämlich auch hier, ich kenne den Menschen nicht, Stokely Carmichael. Also ich dachte, er wäre Beethoven auch aktiv gewesen. Da war ich jetzt verwirrt. Der hat sich nämlich auch auf diese Beethoven Theorie X. bezogen. Beethoven war so schwarz wie Sie und ich, aber das sagt man uns nicht. Mhm. Ja, und da kommen wir nämlich zu deinem Argument, das kann uns doch egal sein. Ja, kann es auch, weil wir als jung gebliebene weiße Männer natürlich hier kein Problem haben. Aber wenn du dir mal so vorstellst, du bist hier beispielsweise schwarz oder sonst irgendwie anders. People ja, of color. Wie auch immer. Und ja, du hast halt natürlich ständig dieses Rechtfertigungsproblem, dass du halt so als schon, also auch mit einem deutschen Pass, ja, bist du schon irgendwie aufgrund deines Aussehens nie so ganz Teil des Ganzen, ja, und dann wäre es natürlich schick, wenn man sagen könnte, ja, der Beethoven, der war ja auch taub. Mhm. Man weiß es nicht. Ich wollte es aber gerne mal, Blanco-Fan, ja, eigentlich wollte ich nur ein bisschen Gossip hier lesen, aber tatsächlich, der Stern hat mich da überzeugt. Ja. Der Beethoven. Der Beethoven hat ja bestimmt auch gerne immer ein Schlückchen genommen. Ja, ja gut. Du hast ja gerade gesagt, der kam aus Flandern. Ich war letztens ja in Antwerpen und da habe ich. Geboren ist er ja in Bonn. Das, ja, das wissen wir, aber. Wird ja so zweimal am Tag wird er das ja erzählt. Das steht ja unter jedem Schreiben der Stadtverwaltung übrigens. Beethoven. Stadt Bonn. Ja, mach mal was auf. Aber ich hatte euch das schon mal versprochen. Das ist nicht das, was ich sonst noch habe, sondern das ist das richtig feine Zeug. Ich war nämlich in der Brauerei De Konig. Das ist die Antwerpener Staatsbrauerei. Und da haben wir dann ganz spontan irgendwie diese Bierchen hier entdeckt. Und ich habe mal drei verschiedene einfach mitgebracht. Theoretisch auch in zweifacher Aussuchung. Ihr dürft euch jetzt aussuchen. Ich lese mal vor. Genau. Wir haben hier Bolleke De Konig. Konig. Was heißt das? De Konig. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht heißt der König. Die König, nicht, ja, genau. Es ist jedenfalls die Staatsbrauerei. Hier ist Triple Down. Ich weiß nicht, wer so, das ist auch nicht besonders stark, glaube ich. Magst du sowas? Ich, naja, 8% ist schon. Ach guck, das ist ja schon mehr Spaß. Aber du bist der Einzige, der mit dem Fahrrad da ist. Ich fürchte, du musst es nehmen. Scheiße. Ja, richtig. Ich bin hier bei 5,2, das ist wirklich. Okay, ich habe hier ein Wild Joe Blond. Let me age for a wilder taste. Also offensichtlich soll man das ein bisschen im Schrank liegen lassen, damit es noch wilder schmeckt. Das ist jetzt bei mir so ein Vierteljahr her. Also ich dachte, man sähe älter aus, wenn man es getrunken hat. Nee. Oh, der hieß ja Let you age. So. Und so. So. Und den Bollecke machen wir auch auf. Das ist hier das ist hier sozusagen das... Das Kinderbier. Das Feuerwerksbier quasi. Das habe ich tatsächlich da vor Ort probiert, hat mir super gut geschmeckt. Das hier habe ich nicht probiert, das hier habe ich auch nicht probiert. Wurde aber alles dort gebraut. Stärkblondbier. Starkes blondes Bier. Ja. Ich hätte jetzt so hell gesagt. So. Aber. Ja, Prösterchen. Das Schöne an der Brauerei ist, die haben überall, die haben so eine Hand als Wahrzeichen, die haben aber auch diese Taube in ihrem Wahrzeichen. Ich weiß nicht, ob irgendwo bei euch die Hand drauf ist. Bei mir ist ein nackter Mann drauf. Ja, das haben sie...
Und sie da haben ist so, die Hand. Genau, und die Hand, das ist deren Logo. Und überall in Antwerpen sind diese Sachen irgendwo auch teilweise auf Hauswände gesprüht, so Graffiti-mäßig und so. Das ist also wirklich interessant gewesen. Alles okay? Ja, es sind nur Splitter oder sowas. Nein, kein Scherz. Okay, dann Prost. Das ist extra die ganze Nacht im Kühlschrank gewesen. Das schmeckt aber ganz lecker. Oh, das schmeckt aber echt wild. Oi. Ich sage mit Geschmack. Ja, mit so einem sehr bitteren. Mit Wildgeschmack. Also bitteren wie Tauben. Was heißt ein Taubenkacke auf Holländisch? Schmeiß mal vor, was da drin ist. Taubenpöpen. Ja, gut dann. Ich hätte jetzt was ganz anderes erwartet. Naja, gut. Aber der liebe Beef. Ich bin zufrieden. Das ist auch echt lecker. Also das Bollecke, das ist wirklich so ein sehr süffiges Bier gewesen. Jetzt noch ein paar Mozartkugeln, dann wäre ich glücklich. Ja, ich habe was weniger Intellektuelles, das tut mir leid. Also es geht einerseits um Rugby. Das ist jetzt auch relativ weit weg von Beethoven. In dem Fall auch, weil Rugby ja nur auch in England, aber vor allen Dingen auch Neuseeland und so auch gespielt wird, also auch schon weit weg. Und da ist es eigentlich ganz putzig gewesen. Also so Sportfunktionäre, die haben wir in der jüngeren Vergangenheit ja eher so ein bisschen bei Kleidervorschriften geglänzt, wenn da irgendwelchen Beachvolleyballerinnen die Bikinis noch gekürzt wurden etc. oder maximal 10 Zentimeter Bündchen haben dürfen und so weiter und so fort. Und und jetzt ist es aber neu. Jetzt dachten sie, gehen sie mal in die andere Richtung. Also es ist jetzt für die Rugby-Spieler, für die männlichen Rugby-Spieler, ist es tatsächlich jetzt erlaubt, Leggings oder Strumpfhosen zu tragen. Das hat tatsächlich auch einen Hintergrund, um Abschürfungen an den Knien zu verhindern. Das ist tatsächlich jetzt neu. Ja, im Gedränge wahrscheinlich. Wenn immer so. Ja, oder hin und her beim Rammeln quasi, weil die da auch ja ständig auf dem Boden rammeln und sonst irgendwie. Also insofern, ja, aber auch im Gedränge, ne? Da schieben die ja so aneinander und wahrscheinlich schabbeln die da auch immer über den Boden. Das weiß ich, ich habe selber nie Rugby gespielt. Das wäre jetzt perfekt für meinen Bruder. Oder beide meiner Brüder, die sind nämlich aktive Rugby-Spieler, die könnte man da eigentlich mal befragen. Da ruf die doch mal kurz aber an. Aber du hast doch jetzt ein spitzen Geburtstagsgeschenk, schenkst denen ein paar schöne Strumpfhosen zum Sport. Ja, gehst du mal bei Hunkemöller, ich hätte gern Rugby-Strumpfhosen. Genau. Müssen ein bisschen stabiler sein, also so ein bisschen mehr als 10 Dehn. Ja. Nee, also wie gesagt, gibt auch schon ein Google-Stichwort dafür, Maggings. Finde das halt so ein bisschen putzig, dass das jetzt irgendwie ist. Es ist aber noch eine zentrale Zusatzinformation dazu gekommen. Und zwar, ich lese das jetzt hier mal vor, dass Balletttänzer ja auch einiges zum Thema sagen können. Oder auch der Schauspieler Shia LaBeouf, der auch schon mal in Maggings in einem Film abgebildet war. Das heißt, sie beschreiben das hier so. Zentrale Problem bei Männerleggings ist, sie zeichnen gnadenlos ab. Also sprich, man sieht, was drin ist. Und da ist den Rugby-Spielern tatsächlich erlaubt, noch eine Turnhose drüber zu ziehen. Also das ist tatsächlich, damit es dann nicht irgendwelche... Ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie das nicht tun. Ja, gut. Also das sieht ja total behindert aus, wenn die dann damit so Leggings so ins Gedränge gehen und dann irgendwie ihre muskulösen Ärsche unter anderem da irgendwie... Ging jetzt, glaube ich, weniger um die Ärsche, aber ist egal. Wie gesagt, also darf es dann auf jeden Fall, das ist auch festgelegt worden, da waren die wohl auch, wollten sie wohl, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, um nicht auch noch einen Sturm zu entrüsten. Kannst du dir vorstellen, dass irgendeine Rugby-Mannschaft jetzt da die Hose drüber weglässt? Also zuerst, ich will es mir gar nicht vorstellen. Und zweitens, ich habe es ja nicht so mit Rugby. Also da bin ich jetzt irgendwie, wenn sie da Spaß dran haben, sollen sie es machen. Aber keine Ahnung. Ich fand das nur ganz putzig. Und das ist aber vorher verboten gewesen oder warum ist das vorher, jetzt eine Nachricht? Die durften das nicht tatsächlich. Hatten die keine Strumpfhosen oder Leggings? Nee, gar nichts. Die mussten kurz, also nackte Beine quasi hier. Und mussten wohl kurz tragen. Und vielleicht hat das irgendwas mit dem Tackeln zu tun, weil du dir nicht mehr so gut packen kannst oder so, ne? Und runterschmeißen. Weil er dir entgleitet. Ja, der flutscht dir so durch. Das würde wiederum für so Ganzkörper Leggings sprechen. Das weiß ich nicht. Also ich, vielleicht kann man da nicht so gut dran ziehen. Die Rugby-Damen durften das wohl schon länger. Also die Frauen, die Rugby spielen, dürfen schon länger Leggings oder Strumpfhosen tragen.
Aber wie gesagt, jetzt halt auch die Männer. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Tragen die dann wiederum Shorts oder lassen die abzeichnen? Man sollte mal den ernsthaften Blick sehen, den der versucht aufzusetzen. Genau. Ja, wie auch immer. Also von daher, Men in Tights. Die Frage war schon ernst gemeint. Ich kann es ja nicht beantworten. Gibt es Damen-Rugby überhaupt? Ja. Demnach. Also wenn sie zumindest schon Regeln dafür haben, wird es ja auch Damen-Rugby geben. Also. Was ich übrigens ganz geil finde, das haben wir gar nicht aufgelöst am Anfang. Wir sitzen ja hier erstmals auch wieder zu dritt im Bus. Das stimmt. Dadurch, dass der Sommer nicht da ist, die ansteckende Bazille, können wir das auch ungefährdet tun. Ich habe noch gar nicht eure Impfnachweise kontrolliert. Ja. 2G-Bus. Ja. 2G-Bus. Ja, aber ich finde ja 5G besser. Das ist so fast wie früher. So ein bisschen. Ich frage mich, wie wir in diesem Bus mal zu viert gesessen haben oder zu fünft. Wir hatten ja hier auch schon mal Gäste. Wir haben auch, glaube ich, sogar mal zu sechst hier drin gesessen in der Karnevalsfolge. Kannst du dich da erinnern, wo der Ballermann seine besoffenen Piraten da noch irgendwie spontan eingeladen hat, die immer reingequäkt haben? Schöne Grüße. Das waren ja mal ein paar schöne Assis, die du uns da mitgebracht hast. Eigentlich hätten wir uns den einen warm halten müssen. Soweit ich weiß, arbeitet er bei Paulaner. Ja, aber wir stehen ja eher auf exotisches Gebräu. Naja. Sehr schön. Ja, damit wäre ich auch durch. Also wie gesagt, ich wollte das nur noch mal sagen. Also nicht durch die Strumpfhose, sondern nur durch den Artikel. Und warum heißen die Maggings? Wegen Man oder was? Man und Leggings. Okay. Oder halt, wie gesagt, wie Mel Brooks schon seinerzeit seine Robin Hood Persiflage nannte, Man in Tights. Man in Tights, okay. Nicht schlecht. So, die Hausaufgabe ist, rauszufinden, von wann der Film ist. Ich, 91 hätte ich jetzt. Gar nicht schlecht. 92. Weißt du? Ich war 93, aber ich habe auch Dr. Google gefragt. Ah. Und das hat deswegen hier als Vorbereitung für den Artikel. Ja, also muss so ein bisschen breiter aufstellen. Du hast ja sogar Notizen gemacht. Ja, ich habe hier breiter aufstellen. Völlig unberufen. Also der Beef, der ist Wahnsinn. Ich komme hier immer nur mit meinem Tablet, ohne alles. Und wow. Also ich unterstreiche immer so ein paar Zitate, die ich dann einwerfe. Aber wo wir gerade so schön beim Fernsehen sind, ihr kennt das bestimmt. Wir hatten eingangs hier vor der Sendung ja noch über House of Cards gesprochen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht auf Sendung. Und Serien. Und eine Serie, die bei Netflix abgeht wie Sau, offensichtlich, ist Squid Game. Sagt euch das was? Der Name klingt wie ein Porno, aber ist, glaube ich, was anderes. Es ist Squid Game. Ich beantrage den Herausschnitt dieses Beitrags. Ich muss doch jetzt für das Niveau sorgen. Aber du hast schon ab 18 angekreuzt, oder? Ja, immer. Ja, gut, freut dann, sich der Beef. Ja, irgendwo als dann Penis. So. Squid Game ist irgendwie Penis, sogar Squirt, 16 Squirt. Eher. Das ist eine südkoreanische Serie. Jetzt fühle ich mich auch wieder wie 16. Ja, siehst du? Ja, richtig. Ja. Südkoreanische Serie. Da geht es letzten Endes darum, wer Fehler macht, ist tot quasi. Ne? Also so ein bisschen... Genau, und es muss wohl, ich habe es mir nur angelesen, aber es muss wohl auch darum gehen, dass Leute, die finanzielle Sorgen haben, irgendwie so eine bestimmte Telefonnummer wählen und dann in das Squid Game, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, quasi eingeladen werden und dann da kämpfen auf Leben und Tod und so ein bisschen wie Hunger Games wahrscheinlich, stelle ich mir das vor. Es gibt ein Problem bei dem Ganzen, nicht für uns, aber für eine südkoreanische Geschäftsfrau, weil da wird immer in dem Film oder in dieser Serie wird eine bestimmte Nummer gewählt, die ist bekannt, die ist sozusagen Element dieser Serie. Das Blöde ist nur, die Nummer gehört dieser südkoreanischen Geschäftsfrau. Scheiße. Klassiker. Da hat die Bild jetzt hier berichtet, die kriegt halt seit dieser Sendung tierisch viele Anrufe, weil immer Leute anrufen, ich will in das Squid Game rein und ziemlich genervt ist. Und das dieser Ex von ihr, der in da eins reinwirken wollte und die Nummer irgendwie platziert hat. Ja, sie sagt hier so, ich benutze diese Nummer seit mehr als 10 Jahren, deswegen bin ich sehr verblüfft, sagt Kim Gil-jung gegenüber südkoreanischen Medien. Tja. Ja, sie erhalte täglich tausende Anrufe und könnte ihren Alltag fast nicht mehr bewältigen. Okay. Das ist natürlich schlecht. Was sagt denn, hat die Bild ja wieder mal tief recherchiert und auch mal die bei der Produktionsgesellschaft nachgefragt, oder? Was das soll. Warum die Nummer genommen haben. Also warum sie eine fiktive Nummer genommen haben, die es nicht gibt. Oder von mir aus Marketingzwecken irgendeine Nummer, wo du dann bei dem jeweiligen bei der Produktionsgesellschaft anrufst und da eine arme Sau sitzt, die sich den Unsinn dann anhören kann. Sie haben nicht rausgefunden, warum sie das gemacht haben, aber sie haben Netflix wohl gefragt oder die Produktionsfirma,
was sie jetzt tun. Und angeblich haben die der Dame 5 Millionen Won oder Won wahrscheinlich angeboten. Das sind leider nur 3.600 Euro als Entschädigung. Klingt spektakulärer, als es ist. Genau, hat sie jetzt abgelehnt. Und sie sagte, dass sie ihre Nummer aufgrund ihrer Kundenkontakte, das kann ich auch verstehen, nicht ändern könnte. Ja. Die braucht sie halt, die ist bekannt. Und deswegen hat Netflix nun gesagt, dass sie diese Szenen in Squid Game bearbeiten wollen, um die Telefonnummer zu entfernen. Außerdem sollen die Fans bitte nicht mehr bei Kim Gil-Jung anrufen. Das machen ja, sie bestimmt. Oder werden die jetzt sich dran halten, ja. Ja, natürlich. Also, tja, ich habe ja auch so eine sehr einprägsame Nummer. Ich habe schon Sorge, dass die deutsche Version von Squid Game dann... Hallo, hier ist der Detlef. So, das Squirt Game. Genau, ich bin Was ist denn heute los hier im Bus? Ruf mal den Sammer an, dass ihr wieder Disziplin herrscht. Ich erhalte täglich tausende Anrufe von irgendwelchen perversen Lustmolchen aus dem Internet, die das Squirt Game spielen wollen. Mützeglatze GmbH, wie kann ich Ihnen helfen? Taschenbillard. Bei der Gelegenheit, wo wir mal wieder so schön unter der Gürtellinie sind, müssen wir eigentlich mal Bernie und Erd, da gibt es ja dieses Mützeglatze, die Palme wedeln und... Da gibt es diesen einen Sketch, so eine Ernie und Bert Persiflage, wer es nicht kennt, aus der Samstagnacht, wie heißt das denn, Samstagnacht-Show oder irgendwie sowas, hier die das deutsche Saturday Night Show. Vor langer Show. Zeit auf RTL, ja, oder? So dieser deutsche Ableger davon. Und das war großartig. Wann immer ich das gucke, ich weiß nicht, ob ihr auch solche Szenen habt, da lache ich Tränen. Ich komme da nicht umher, wenn sie diesen bescheuerten Fäkal, oder es ist nicht mehr Fäkal, aber Penela-Humor da machen. Was? Du wedelst hier einen von der Palme? Mütze, Glatze, du pelzt dir die Wurst? Ja, ich stolz mir den Kasper. Ich polier mir die Fleischbeinchen, da geht das die ganze Zeit. Und dann so, okay, ich mach mit. Das ist einfach großartig. Aber naja, vielleicht hören ja Kinder zu, ich bin jetzt still. Jetzt ist auch zu spät. Also wenn die Kinder bereits zuhören, ist sowieso... Ja. Mögen die Eltern immer so nebenbei drüber piepen. Ach, naja, ich geh mal kurz vor die Tür. Nee, du bist jetzt dran, Alter. Ach komm, ja, pass auf. Hol raus. Du musst die Situation jetzt retten. Ach, mit was Seriösem. Ich hab's wieder in den Keller gefahren. Genau. Ich hab so ein bisschen was Schönes, Romantisches über Tattoos. Hm, sind verboten. Die Nein. Farben. Machst du das hier mit den Was? Verbotenen Farben? Verbotene Farben, nee, ist alles legal. Es gibt verbotene Farben bei Tattoos? Ja, irgendeine europäische Organisation, hier Geschichte hat fast alle Farben aufgrund der Inhaltsstoffe verboten, die für Tattoos benutzt werden. Krass. Upsi. Ich zeige euch erstmal das Tattoo selber. Ah! Ein Speedy Gonzales, woher kenne ich den? Sanchez? Ein auf einem Maiskolben reitender Mexikaner mit mindestens einem Sombrero. Hat er eine Waffe? Weiß man nicht. Egal, also so eine Art Figürchen. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Leuten, die sich diese Figur haben tätowieren lassen aufgrund eines konkreten Anlasses. Und da würde ich euch erneut bitten, mal ein bisschen zu raten, wie die dazu kommen, dass sie sich genau diese Figur tätowieren lassen. Also kleiner so wie, Tipp. So wie das aussah, könnte es auf irgendeiner Müsli-Verpackung oder Cornflakes-Verpackung. Es hat auf jeden Fall mit Essen zu tun. Okay, darf ich nochmal sehen? Ja, mit Bildhilfe unterstützen. Der kleine Mexiker, der hat eine Wumme in der Hand. Ein süßes, nee, da, wie so ein Playmobil-Männchen. Doch, das ist doch hier eine, das ist eine Pistole. Ist das denn so ein Maiskolben oder eine Kakaobohne oder was soll das sein? Maiskolben. So, ich hab wie so ein Maiskolben-Surfbrett. Ein Maiskolben-Surfbrett. Ich habe leider nur so einen schäbigen Schwarz-Weiß-Drucker, sonst hätte ich euch das irgendwie schön gemacht. Und ich auf dem Handy mitbringen? Dem würde auch einen Buntstift machen. Doch anmalen. Ja, ja, stimmt. Ja, aber das ist ja schon zukunftsträchtig, weil in der Zukunft gibt es nur noch Schwarz-Weiß-Tattoos. Sehr gut. Richtig. Ja, es ist tatsächlich, ich fange mal vorne an. Mais. Vor 22 Jahren gab es die sogenannte Casa Sanchez in San Francisco. Casa Sanchez in San Francisco. Das war ein Restaurant. Da gab es unter anderem offenbar vorzügliche Tacos. Mm. Und die Besitzer haben sich gedacht, komm, jeder, der sich unser Restaurant-Logo tätowieren lässt, kriegt für den Rest seines Lebens kostenloses Essen bei uns.
Boah, wie krass. Das ist aber bestimmt nach hinten losgegangen. Gar nicht mal so. Also tatsächlich haben die sich so ein bisschen ausgerechnet damals, das wird so 5,8 Millionen kosten. Dollar? Ungefähr Dollar, wenn wir das durchziehen. Ich weiß nicht, wie sie auf 5,8 und nicht irgendwie 6 gekommen sind. Aber ist das so eine große Kette gewesen? Nö, das ist so ein... Ein Laden. Ein Laden ist aber halt trotzdem mutig, dann richtig, so einen Schritt zu gehen, oder? 5,8 Millionen. Na, Michael, haben sie es über mehrere Jahre gerechnet. Das ist so für einen längeren Zeitraum. Ja. Na, auf jeden Fall eine krasse Aktion. Und tatsächlich, 1998, wir haben ja einen Zeitzeugen, den Greg Teets, der damals 35 war und schon ein paar Jahre in San Francisco lebte. Der war tatsächlich der zweite, der sich so ein Tattoo geholt hatte und damit sich kostenloses mexikanisches Essen erhoffte für den Rest seines Lebens. Und er hatte sowieso, wie das so ist, ne, man überlegt sich, soll ich mir so ein Tattoo mal machen lassen oder nicht, soll ich nicht. Er war so in dieser Situation, hat sich überlegt, ja komm. Und dann hat er die Anzeige des Lokals gesehen und dachte sich, komm, mach ich. Und zack, war es dann soweit. Das heißt übrigens Jimmy the Corn Man, also Jimmy der Maismann, das Tattoo. Und vor allem, er mochte das Essen, ja, und da kommt natürlich eins zum anderen. Und ein Kumpel von ihm, der Guido, Guido Brenner, mutmaßlich Amerikaner, der hat dann gleich mitgemacht. Und als sie von der Aktion erfahren haben, haben sie am selben Abend sich noch die Tattoos stechen lassen. Witzigerweise nicht als erstes, sondern als zweites und drittes, weil die erste Person, die es hat machen lassen, war auch jemand aus der Gegend, der, der fand das Tattoo, fand das Bild irgendwie cool und hat sich das einfach so mal stechen lassen. Ach so, der hatte das quasi schon, oder? Der hatte das schon und hat sich dann irgendwie hinterher, ach guck. So, und dann ist die Sache natürlich, wie das Ende der 90er üblich war, sofort viral gegangen, nämlich erst im Lokalfernsehen. Dann irgendwann sogar auf CNN und dann waren die Ladenbesitzer irgendwie noch in den üblichen Talkshows, fanden sich dann irgendwie plötzlich neben der Frau von Sylvester Stallone wieder und so Geschichten. Und offen, hier wird auch das. Welcher wissen, Frau von Sylvester Stallone? Das weiß ich doch nicht. Das Jennifer Flavin. Genug. Ist aber auch egal. Ja. Und das Ganze ging wohl auch global und hier wird darauf hingewiesen, dass eine deutsche Reiseshow ihn mal interviewt hätte und in China war das Ganze auch. Hier steht leider nicht welche, weil das hier so ein San Francisco Lokalmagazin ist. Die haben es mit der deutschen Medienlandschaft, glaube ich, nicht so drauf wie wir hier. Und jetzt aber die große Frage, ja, wieso steht das im Jahr 2021 in der Zeitung? Ist das einfach nur so ein... Ja, da war Platz. Okay. Also es gibt jetzt keinen Bezug. Artikel ist schon seit 1999 auf Halde. Die Aktion, falls er mal so einen Medienpodcast genau macht. Na, die Aktion hat sich tatsächlich gehalten und 2010 hat die Bude dann nochmal so ein bisschen Werbung hinterhergeschoben und dann begann dieses Medienspiel nochmal von vorne, auch im Wall Street Journal und hier und da und dort. Und haben diese, und das haben Witzige diese Typen nämlich, wirklich die ganze Zeit immer Essen da umsonst bekommen? Gibt es ja, da irgendwelche bis 2012, weil da ist nämlich der Laden verkauft worden. Die Folgebesitzer hatten zwar im Mietvertrag stehen oder im Kaufvertrag, dass die Leute mit dem Tattoo zumindest irgendwie so ein kostenloses, hier steht Pupusa, weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, was das für ein Laden ist. Also es war so ein bisschen eingeschränkt seitdem. Aber das ist gar nicht das Spannende, weil erstens lassen nämlich hier der Typ und sein Kumpel immer ein ordentliches Trinkgeld da, wegen Karma. Ne? Man will die Sache ja auch nicht ausnutzen. Und über diese Tattoo-Träger hat sich tatsächlich so eine Art Familie entwickelt. Und zwar witzigerweise nicht, weil die sich immer zum Essen trafen, sondern weil dieser ganze Medienrummel halt dazu geführt haben, dass die ständig in irgendwelchen Talkshows. Ja, nee, die sind tatsächlich, also die haben sich dann auf diese Art öfter getroffen und gar nicht so sehr beim Essen, vielleicht das auch. Und steht denn da, wie viele das gemacht haben insgesamt? So ich habe hier irgendwo die Zahl 50 gelesen. Also das kann jetzt natürlich keiner seriös zählen. Also sie haben mal mit 50 gerechnet, die dann ihr Leben lang in San Francisco leben und jede Woche mal vorbeikommen. Millionen. Da sind die 5,8 Millionen nämlich mal rumgekommen. Also steht hier nicht weiter, aber das Coole ist halt... Und konnten die so viel essen, wie sie wollen eigentlich? Details, aber es geht doch hier um Menschen, ja, es geht doch hier um Menschen. Ja, stell dir vor, du machst ja so ein komisches Tattoo und dann kriegst du nur ein Burrito. Überlegst du jetzt hier ein großes, nee, zum Beispiel mal ein großes M auf den Arm tätowieren zu lassen und... Ja, so in Pommesform. Ja, traumhaft.
Na jedenfalls, hier steht von Essen. Also wenn du da den Abend verbringst und bis morgens zum Frühstück bleibst, warum nicht? Aber der Punkt ist doch, es geht doch gar nicht um das schnöde Essen, auch wenn es sehr gut war offenbar. Und witzigerweise, das Problem war gar nicht, ich zitiere hier, dass das Essen nicht mehr komplett kostenlos war beim Besitzerwechsel, sondern dass das Essen vorher richtig gut war. Sprich, hinterher nicht mehr so. Und der Punkt ist halt, jedes Mal, wenn irgendwie eine Nachrichtenfirma oder Nachrichtenmagazin oder was auch immer bei denen angefragt hat, haben sie erstmal die ganzen Tattoo-Träger wieder zusammengekriegt und haben so ein bisschen Family Reunion gefeiert. Und haben sich dann tatsächlich über die alte Jahre immer mal wieder getroffen. Und ja, das kostenlose Essen ist vielleicht vorbei, aber die Geschichte dahinter, die Freundschaften, die werden in alle Ewigkeit. Ja. Ja, so. Wie hieß der Cornboy Jimmy oder was war der das? Jimmy the Cornman. Cornman. Genau. Also auf jeden Fall, er fand das Tattoo gut und das Essen auch. Ist doch eine schöne Geschichte, oder? Ja, ist cool. So. Ist cool. Also. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt den McDonald's-Clown mal stechen. Da ja, ich suche auch noch ein vollflächiges Tattoo für meinen Rücken, kann mich halt seit Jahrzehnten nicht entscheiden. Und jetzt kommt mir diese EU-Entscheidung da auch so ein bisschen in die Quere. Jetzt weiß ich einfach gar nicht mehr, was ich machen soll. Mit den Farben oder was? Mit den Farben, ja. Ich wollte ja schon so Neonfarben dann auch haben. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann mal so Mikro-LEDs, dass dein Tattoo auch blinkt. Ja, nee, oder stell mal vor, du machst das in so Farben, die unter Blaulicht dann so besonders leuchten, so. Weiß. Das ist auch eine schöne Idee. Oder guckst mal hier, wenn es irgendwo eine Fettbude gibt, die halt irgendwie so ein schwarz-weißes Logo hat. Vielleicht kannst du das ja irgendwie angehen. Ja, ist geil. Das irgendwie hier so. Ja, aber ich habe wirklich, also seitdem ich ein Teenager bin, spiele ich mit dem Gedanken, mich hier zwischen den Schlüsselblättern oder zwischen den Schulterblättern besser gesagt, Schlüssel tätowieren zu lassen. Bein ist vorne. Schulterblättern. Zwischen den Schlüsselbeinen wäre eher so ein Kopftattoo dann halt. Muss man mögen. Schulterblättern. Ja. Schulterblättern, Jimmy Cornboy und so weiter, aber ich fand nie das, was mich so überzeugt hat. Und heute ist es so, dass es so viele Leute gibt, die tätowiert sind, dass es halt irgendwie fast geiler ist, es nicht zu tun. Deswegen Jimmy the Pornboy als Arschgeweih. Genau. Der gute alte Leberfleck ist mein Tattoo. Ja. Nee, aber das ist, ich meine, eigentlich kannst du ja gar sagen, wie es aussieht. Siehst ja nicht. Also. Hm. Ja, aber das ist wieder auch der Nachteil. Das zeigt aber auch meinen bescheidenen Charakter, dass ich das einfach da hinten zwischen meine Schulterblättern mache, ohne damit zu posen, weil außer im Schwimmbad würde das nie einer sehen. Ja. Und dann sind ja noch diese ganzen Rückenhaare da drüber. Ja, dieser Pelz. Und die Matte von oben. Wie wäre es denn mit was? Wenn ich Jahre offen trage. Ja, genau. Ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, ich habe immer schon Angst, dass ich mir irgendwann mal besoffen was stechen lasse und dann ist das was völlig Bizarres. Irgendwie so hier dieses Star Trek-Logo oben links auf die Brust oder weiß ich nicht, so hier von diesen Paketboxen hier so ein Pfeil und this side up oder so. Ich fände es witzig. Ja, schon. Das findet man dann auch witzig, aber dann bist du irgendwann 70 und im Altenheim lachen sie dich aus dafür. Wobei wir haben ja irgendwie in einer der letzten Sendungen schon festgestellt, dass im Altenheim irgendwann zocken sie dann alle da im Altenheim. Mhm. Ja, der Generationenwechsel hat begonnen. Kannst du auf den Hodensack irgendwie May Contain Nuts oder sowas drauf? Auch eine Idee. Ja, wer es tragen kann. Da sieht es ja auch nicht dauernd jemand, vermute ich. Nee. Ja, aber es wird dann irgendwann alt. Also wenn man irgendwie eine feste Beziehung anstrebt, sollte man sich da auch überlegen. Weißt du, jedes Mal, oh komm, schon wieder der Witz. Ja. Und ich glaube, da gerade im Schritt ist so Mr. Bean-Humor wahrscheinlich einfach nicht anzuraten. Ist dann schon schwierig bei der Partnersuche, oder? Das schränkt es möglicherweise ein. So. Aber du blätterst schon in deinen Unterlagen. Ja. Wer denn jetzt, ich oder du? Ich habe auch was, aber das ist jetzt... Ach, ich bin ja heute, ich glaube, ich habe heute eher so normalen Kram. Also, wisst ihr, was die APEC sind, bis das die APEC-Staaten? Asia, Pazifik. Sehr gut. E. Economic. Und C. Cooperation. Ja. Genau. Genau, also so ein, im Prinzip ein asiatisch-pazifischer Wirtschaftsraum, deren Ziel so eine Art Freihandelszone ist. Und das ist auch gar nicht so klein, weil da sind schon so ein paar Schwergewichte drin. Also unter anderem China... Und USA und Kanada, Russland, Indonesien und eben auch, also Japan sowieso, und eben auch Papua-Neuguinea. Und
Die Regierung für Papua-Neuguinea fand das damals eine gute Idee. Die haben vor 3 Jahren wohl in 2018 für ein Treffen dieser APEC-Staaten bei ihnen haben die 40 Maseratis gekauft und dachten halt, wäre eine super Sache. Und war aber dann wohl eher zwiespältig von den Besuchern, weil die das teilweise Anstoß daran genommen haben, dass die Autos einerseits zum einen in Sri Lanka gekauft worden sind, was definitiv nicht ein APEC-Staat ist, und in einem gecharterten Jumbojet auf die Insel geflogen worden waren. Also jetzt auch nicht so hundertprozentig ökologisch. Und dann ist es ja wohl auch ein Problem, weil es gibt auf der Insel, bis auf Papua-Neuguinea insgesamt, keinen einzigen Händler, der die weder verkaufen noch reparieren noch sonst irgendwas kann. Was mich jetzt als potenzieller Fahrer interessieren würde, wie groß ist denn die Insel? Wie schnell kann ich denn da fahren? Nicht, dass ich hinten schon wieder über bin. Papua-Neuguinea ist schon größer. Doch, ja. Also da ist es, also Fläche ist da, glaube ich, kein Problem. Teilweise geht es da auch sehr hoch und runter. Es ist eher wohl ein Problem, der Mangel an Straßen. Und, und auch Maserati ist jetzt ja auch ein Auto, was jetzt so kein klassischer Offroader ist in dem Fall, sondern eher so ein Luxussportwagen, sage ich jetzt mal. Naja, und der seinerzeitige Präsident, das heißt der damals, oder der jetzige Präsident und der damals aber auch schon zugange war, der Ministerpräsident, hat wohl versucht, die Wogen zu glätten und hat gesagt, die würden sich anschließend verkaufen wie warme Semmeln. In den 3 Jahren seitdem hat er allerdings erst 2 von den 40 verkauft. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Und wo hat er jetzt, die 38 anderen abgestellt? Die stehen da in einem Schuppen und warten drauf. Wird ja auch, die Autos werden ja, glaube ich, auch besser davon, wenn sie lange rumstehen. Also vielleicht könnte er jetzt auch mal bei hier Autoscout oder sonst irgendwie gucken, ob da günstige Maseratis zu kaufen sind. Wie gesagt, noch 38 sind zu verkaufen. Ja, gut dann. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Wie gesagt, es gibt auch keinen Händler und kein gar nichts, also macht auf Papua-Neuguinea auch nicht so richtig Sinn. Kann man da überhaupt die Dinger fahren, so sportlich? Oder? Ich nehme an, vom Flughafen bis zum ministeriellen Arbeitsplatz oder sowas, das mag dann gegangen sein. Aber witzigerweise verschiedene, also unter anderem auch die Jacinda Ardern, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, der Vorname, die Ministerpräsidentin von Neuseeland, die hat... Die, glaube ich, ganz cool ist, ne? Genau, also, die hat auch ganz cool gesagt, damit wird sie nicht fahren und hat ihm einen gepfiffen. Hat gesagt, nix, also damit wäre ich nicht abgeholt. Und das heißt, den Maserati hätte er sich schon mal sparen können. Sie hat sich dann anders vom Flughafen bis zum Dingens bringen lassen. Also da muss man schon sagen, dumm gelaufen. Ja, ich hab ein... Bist du fertig mit dem Thema? Ja, ist jetzt auch wenig sexuelle Anspielungen möglich. Also. Ja, weiß ich nicht. Also so ein Auto ist ja halt, ja, Auto. Ich habe nämlich ein perfektes Thema, was das aufgreifen würde. Wir sind ja hier eigentlich auch die Meister darin, uns die Bälle zuzuspielen. Nicht nur die unter der Gürtellinie laufende. Ja. Und deswegen nehme ich den jetzt einfach gerne mal auf, weil ich habe in einem, ich weiß nicht, warum mir Google immer dieses Magazin hier präsentiert, efahrer.com. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals daraus Artikel mitgebracht. Ich habe ja nicht mal ein E-Auto, sondern ein Diesel. Und darum geht es hier auch. Aber du hast 2 Batterien. Ja, hoffentlich. Du bist im Alter. Hat ein Tweet eigentlich aufgegriffen, wo jemand dieses Bild, das ist aus Australien, das ist eine Elektroladestation, die durch einen Dieselgenerator betrieben wird. Geil. Ja, da hat sich hier bei Twitter einer tierisch aufgeregt drüber und hat gesagt, Riesensauerei, da ist ein Elektrogenerator bzw. ein Elektroladegerät mit Diesel betrieben, das braucht pro Stunde 45 Liter Diesel, um ein, hier in dem Fall ein BMW i3 aufzuladen, der 3 Stunden laden muss an dem Ding. Also über 120 Liter Diesel gehen da raus, damit der dann 320 Kilometer weit kommt mit der Batterieladung. Ja, ne? Gut. Riesen Twitter-Aufregung. Und dann ist dieses... wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig beim Thema E-Mobilität vorgehende Magazin auf die Idee gekommen, das Ganze mal so die Story hinter der Story zu ermitteln. Das ist eine Dieseltanke, die elektrisch betrieben wird? Nein, das nicht, aber es ist tatsächlich ein Foto, das aus einem Versuch stammt. Das steht da gar nicht in Australien irgendwo rum so. Aber es ist ein Versuch, ein Feldversuch aus dem Jahr 2018, wo eine Forschergruppe
unter anderem diesen einen BMW, der aufgeladen hat. Die haben also sich überlegt, in Australien kannst du nicht überall Stromleitungen hinziehen. Also was machen wir, um das Thema E-Mobilität auch in so einem Flächenstaat besser zu machen? Und wie kann man da so Ladepunkte trotzdem machen? Und haben die mal geguckt, wie nachhaltig oder beziehungsweise wie der tatsächliche Verbrauch ist und haben 6 Teslas S, Modell Teslen. S, 3 Model X und einen BMW i3, also das ist der auf dem Foto zu sehen ist, quasi angeschafft oder für den Versuch besorgt und haben halt irgendwo da diese Ladestation hingeschrieben mit einem Tritium Refill 50 Kilowatt DC Ladegerät, das durch Diesel betrieben wird. Also die Werte stimmen. Und dann haben sie in diesem Versuch die Autos immer in Abständen von einer Stunde an diese Station fahren lassen, haben sie eben von 35%, die im Durchschnitt hatten, auf 85% aufgeladen und haben dann irgendwie da so ein paar Berechnungen angestellt mit der Distanz, die dann laufen konnten. Und das Ergebnis, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, war sehr überraschend. Diese E-Autos hatten im Schnitt zumindest die kleineren, die größeren Teslas lagen ein bisschen drüber, aber die kleineren hatten einen leicht besseren Dieselverbrauch, als wenn du die gleiche Strecke, die gleiche Distanz mit einem Dieselauto gefahren wärst. Ach, guck. Also das ist jetzt sozusagen, das war das, was sie testen wollten. Und damit ist dieses Echauffieren nach dem Motto 120 Liter für 320 Kilometer, das ist natürlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, vor allem, weil es ja beim Dieseltanken bleibt es ja nicht. Bis der Diesel in der Tankstelle ist, brauchst du ja auch schon Energie. Ja, das muss da hingekarrt werden und der Strom kommt ja aus der Steckdose. Aber okay. Und auch wenn das jetzt geringfügig besser ist im Verhältnis quasi, also das quasi so dann, und jetzt mal abgesehen von Prollus, durchaus berechtigten Einwurf, der Diesel muss ja auch noch dahin geschafft werden und bla und blub. Ich meinte eher so an den Diesel, den hier der Benanza-Bus tankt. Ach so. Weil das bleibt ja nicht beim Volltanken, der Diesel den muss dahin, der Diesel muss erstmal auch erzeugt werden. Ja, das ist ja alles aus toten Dinosauriern und ist ja ein weiter Weg bis dahin. Aber, und das ist das, was ich jetzt bei dem Versuch nicht so ganz verstehe, warum haben die diesen Weg gewählt? Weil also wenn die jetzt, unabhängige oder nicht an ein Stromnetz angeschlossene Tankstellen für Strom haben wollen, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch oder in einem Thema verrenne, Sonne gibt es in Australien ziemlich viel. Und warum ist nicht so die Idee dahinter gewesen, zu sagen, ich mache jetzt irgendwie so eine Art große Batterie dahinter, so eine Art Akku, der so eine Zwischenladestation ist? Also völlig berechtigt. Es ging hier in dem Artikel gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt die Lösung für alles, sondern nur um die es Aufregung ging darum, dass sich so ein Heini, und das ist ja genau mein Thema immer, so ein Heini bei Twitter da aufregt, irgendwas, ein Foto aus dem Kontext reißt, so tut, als ob das da irgendwie in Australien so steht, eine Dieseltanke für E-Autos und 120 Liter Diesel für ein vollgeladenes E-Auto mit 320 Kilometern Reichweite produziert, ja. Und das ist halt genau das, was mich ankotzt. Und die haben sich jetzt einfach mal die Mühe gemacht, die haben das Foto genommen. Du kannst bei Google, kannst ja so einen Rückwärts-Search machen, du kannst die Fotos, es gibt auch irgendwie Tinbox oder irgendwas, ich habe das auch schon genutzt, du kannst ein Foto da hochladen und dann sagt er dir, wo das Foto überall auftaucht. Könnt ihr mal mit euren Penis-Fotos machen, wenn ihr wissen wollt, auf welchen Webseiten die inzwischen alle gelandet sind. Einfach mal da hochladen, Tinbox, irgendwie so. Kriegst und dann zeigt er dir, zeigt dir alle Filme zusammen, wo du unterwegs warst. Oh, ja, schwierig. Prollos harter Ritt. Hat ja auch so eine, ich sag mal, Gesichtserkennung, dass ich da auch ähnliche Fotos finde. Nee, du hast auch meistens in deinen Film die Maske und du bist auch der mit der Maske und dem Stroh. Ja gut, das stimmt. Ich habe auch so einen Heuwagen. Wie dem auch sei, aber das ist doch eigentlich, also selbst wenn das stimmen würde, wäre es ja jetzt nicht völlig abstrus. Also bevor ich, wenn ich sage, ich fahre meinen Tesla, ich selber habe ja mehrere Teslen. Tesla, oder? Und Teslander. In der Stadt tanke ich halt Strom. Ja, und wenn ich wirklich mal über Land muss, 1000 Kilometer Wüste, dann tanke ich halt zwischendurch einmal vom Diesel nach. Das ist ja auch vielleicht sogar im Gesamtstromverbrauch noch völlig okay. Ich habe irgendwie ein Foto, auf dem ich glaube, dass da irgendwas zu sehen ist und lade das im Internet hoch. Das ist ja tatsächlich ein Thema. Also
Na, ich finde es halt nur so interessant, weil wenn ich das bei Twitter gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sein, auch gedacht, was für ein Irrsinn. Ich bin ja jetzt auch nicht uneingeschränkt positiv gegenüber E-Mobilität eingestellt, dass man sagt so 120, du springst halt auf sowas sofort an, ohne mal zu hinterfragen, was ist eigentlich die Story hinter der Story. Und das ist das Gefährliche an diesem Social Media, dass du halt Sachen aus dem Kontext reißen kannst, deine eigenen Spin da drauf machst und dann gibt es den riesen Shitstorm und wahrscheinlich diesen Artikel in so einem kleinen Branchenmagazin wird kein Schwein lesen. Aber bei Twitter werden die wahrscheinlich ordentlich drauf reagiert haben. Ne? Ich habe es bei Reddit gesehen und ordentlich drauf reagiert und dachte, Mann. Hast du das gesehen da? Ja. Ich habe sogar noch schon mal so eins gesehen. Da war der Generator nicht rot, sondern blau angemalt. War wahrscheinlich auch dann was anderes. Na, die Frage ist ja immer noch, ob man das dann macht. Aber es ist letzten Endes nur ein Test gewesen. Es ist aus. Also ich finde das ja auch durchaus gut, sowas mal zu probieren. Wie gesagt, aber ich bin da völlig bei dir. Also gibt es denn hier, können wir wenigstens den Pseudo-Influencer da oder der das da reingeschaut, können wir den ein bisschen bashen, indem wir jetzt den namentlich nennen und einfach sagen, er wäre ein Arsch und irgendwie ja, sowas. Dann also wenn wir das in dieser Sendung machen, dann ist er natürlich tot. Ne? Dann ist der völlig raus aus dem System. Der kommt zur Strafe auf den elektrischen Stuhl, aber mit einem Dieselbetrieb. Das dauert ein bisschen länger. Lieber Robert Bowman, you're fucked. Ja. Der Beef hat dich gebasht. Aber sowas von. So, pass auf, meine so Lieben. So what from? Ja. Oh shit, ja. Gerade in meinem Dashboard wird hier gerade Werbung eingeblendet, deswegen tut mir das jetzt leid. Ich dachte ja schon, der Sammer ruft an, das wäre um einiges schlimmer gewesen. Ach shit, das ist, wenn man hier nicht für die Vollversion zahlen will. Wer will das schon? Ich wollte nämlich eigentlich was machen und ich wollte da auch was mit provozieren, aber es klappt gerade nicht. Bevor du aber mit deinem nächsten Artikel loslegst, muss ich unbedingt eines machen. Falls der Sammer nämlich diese Sendung hört, dann würde der jetzt zucken. Wow. Und ich würde sagen, heute nutzen wir das mal, um dem Prollo ein Signal zu geben, dass er endlich sein österreichisches Bier rausholen soll. Ja, komm. Es ist kurz vor Tore-Schluss. Ah, das Bier. Dann machen wir den Quickie beim Bier, ja? Ja. Und einer von euch darf gerne hier den Quickie. Oh, der Bier. Das ist doch nicht Österreich, das ist Italienisch. Ist doch scheißegal. Irgendwann war es aber Piera Moretti ist ein österreichisches Bier. Ja, so. Ich hab's falsch dabei. Naja, guck, da steht Österreich. Ja. Aber es ist nur Telefonkontakt. Nee, wo kommt's denn wirklich her? Der Typ, aber der sieht doch, das ist doch kein Bier. Italiener, guck dir den doch an. Doch, das habe ich in Italien am Gardasee die ganze Zeit gesoffen. Auch Südtirol wäre übrigens aber Italien. Lies mal das Kleingedruckte, unter italienischer Aufsicht, gebraut in Österreich. Ja, weil du es wahrscheinlich da gekauft hast. Nein, oder? Ich habe es im Rewe gekauft. Aber dann lies mal hier kontakt.de, ja, aber Heineken Deutschland, gute Nacht. So, also, das ist super authentisch. Ich als Bierexperte habe mich mal wieder gnadenlos verarschen lassen. Habe jetzt österreichisches Bier, das nach italienischer Aufsicht gebraut wurde. Aber das ist unter italienischer Aufsicht. Ist da, siehst du, so, ist da so Super Mario, ja, der dann sagt, ist gut, ist scusi. Das ist der Benito Mussolini. Wahrscheinlich einfach einen italienischen Braumeister, mehr nicht. So, der guckt, dass alles mit rechten Dingen zugehen. Haben wir einen Flaschenöffner? Ja. Kann ich der Wein einfach reden? Das ist jetzt noch gar nicht der Schlussquickie, sondern ich hätte nur eine kurze Geschichte, weil es eben auch Wissenschaft ist. Und auch Wissenschaft, ich bin da ganz bei dir, das war ja auch eine wissenschaftliche Untersuchung eben mit Diesel und Strom. Hier ist tatsächlich sehr schön. Nicht zuletzt war ich auch vor kurzem in Berlin und war Zeuge von diesem Hütchenspieler, der da auf der Straße auch wirklich unterwegs war. Ach du Scheiße. Verrückt, ne? Und Kindheitstrauma. War erstaunt, dass es das immer noch gibt und dass es auch immer noch Leute gibt, die da bezahlen, wobei man ja einmal nicht weiß, ob dann die da mitmachen, auch dann in irgendeiner Form dann noch Partner des jeweiligen sind, um noch andere anzulocken. Who knows? Aber wenn ihr das nächste Mal euch mit einem Hütchenspieler einlasst, nehmt einen Eichelhäher mit. Also den Eichel, Vogel. Richtig. Weil diese Rabenvögel lassen sich von Illusionen seltener täuschen als der Mensch. Das ist in dem Experiment hier nachgewiesen worden. Dass für eine Studie trainierten die Forscher zunächst 6 Eichelhäher drin, auf jene Faust des Experimentators zu picken. Das ist ein Wort, was ich da auch gelernt habe. Experimentator. Mhm. Der die Experimente macht halt. Und in der sie einen Leckerbissen vermuteten. Dann folgten 2 Experimente, in denen die Forscher jeweils einen Wurm in einer Hand versteckten und lediglich so taten, als würden sie ihn in die andere Faust übergeben.
80 menschliche Probanden, die die gleiche Experimente online per Video vorgeführt bekamen, fielen meist auf die Illusion des Händetauschs herein. Nicht so die Eichelhäher. Zumeist pickten sie unbeirrt auf die korrekte Hand. Finde ich immer ganz cool. Und, hätte ich gut gebrauchen können. Genau. Für die Forscher, also die Forscher vermuten, das ist die Erklärung, warum das so ist, tatsächlich, also bei Menschen ergänzt das Gehirn die tatsächliche Ausführung ganz oft durch die Erfahrungswerte. Und da haben wir das schon öfter gesehen. Und jetzt ist ein ganz wesentlicher Punkt. Eicheleer haben keine Hände. Deswegen haben sie da wenig Erfahrung. Oder haben die kein Gehirn? Doch, Gehirn haben sie offensichtlich. Übrigens ist Eicheleer auch die, die Top-Marke für Peniskäfige. Wir erinnern uns. Ist das nicht Eicheleer? Welche Sendung? Jetzt müssten wir noch die Sendung referenzieren, damit Leute das nachhören können, wo du mit deinem Peniskäfig... Bitte, bitte, das waren mindestens zwei. Du müsst doch eher der Eicheleer sein. Tja, Hans Eichel, der, das ist die Hipster-Variante, oh. Der Hans Eichel Peniskäfig. Die Kassler-Variante, ja. Auf jeden Fall, genau, also der Witz ist wohl, dass diese Eichelhäher insgesamt weniger fixe Erwartungen haben und stattdessen aufmerksamer darauf achten, was tatsächlich passiert und sie deswegen da öfter als die Menschen richtig lagen. Finde ich eine witzige Geschichte. Und wie gesagt, ich habe es in Berlin, ich habe es wirklich live gesehen und ich war da wirklich erstaunt, dass es da Leute gibt, die das machen. Ja, hier sitzt einer. Okay. Hier sitzt einer. Ich habe im zarten Alter von 15. Also einer von drei ist statistisch immer jetzt doof. Fängt ja, mit seiner ich bin der Doofe. Pass auf, ich liebe ja diese kleinen Anekdoten, die Hörer hoffentlich auch. Ja, bestimmt. Mit 15 habe ich meine Oma in Berlin besucht. Ich bin ja gebürtiger Berliner, wie ihr sicher wisst und hört, ne, war. Und habe meine Oma da besucht und wann immer ich sie besucht habe, hat die mir so ein bisschen Geld zugesteckt. Und in dem Fall hat sie mir 100 Mark damals gegeben. Also 15, das wird... War noch vor der Währung. Ja, nein, das war 89. Wahnsinn. Das war noch vor dem Mauerfall. Ostmark waren das. Nein, West. Ja. Also im Sommer 89 dann. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Moritz, schöne Grüße, bin ich am Kudamm gegangen, wo ich auch als Kind früher gewohnt habe, als meine Eltern noch mit mir da wohnten. Auf dem Kudamm oder in der Nähe vom Kudamm? Zwischen dem KDW, wer hinpilgern will, weil er diese Sendung glorifiziert, die Straße, Passauer Allee oder Passauer Straße heißt es, die Straße, wo vom KDW dieser Tunnel da oben drüber geht, diese Brücke, diese Glasbrücke. In der Straße bin ich aufgewachsen, ja, bin so der harte Kerl geworden, der ich heute bin. Straßenkämpfer. KDW heißt ja auch Kaufhaus des Westens. Aber das will ich gar nicht sagen. Ich bin mit ihm da lang geschlendert mit meinem 100-Mark-Schein in der Tasche und eigentlich wollte ich mir einen Plattenspieler kaufen davon. Ich war richtig heiß auf diesen Plattenspieler und dann war da dieser Hütchenspieler und 1000 Leute standen drumrum und der Einsatz war 100 Mark und ich habe gedacht, das ist doch total einfach. Hm. Wie kann man denn das nicht richtig, das war wirklich, es erschien mir super simpel. Ich habe es gesetzt und habe dann auch noch so anfängermäßig so mein Portemonnaie aufgemacht und diesen Schein da so rausgeholt. In dem Moment hat er noch einmal das Ding gedreht. Er hat nicht mal irgendwie einen Trick gemacht. Er hat es einfach nur noch mal gedreht, als ich nicht hingeguckt habe. Das hat mein Kumpel auch gesehen. Und dann tippe ich da und ich kann euch sagen, das Gefühl, als er dieses Streichholzschächtelchen hochhebt und dann liegt nicht dieser Popelball da drunter, das werde ich nie vergessen. Und an dem Tag habe ich mir geschworen, kein Glücksspiel in meinem Leben. Habe es auch durchgehalten. Aber ich bin dann da rumgelaufen wie betäubt. Da so Polizisten, der 100-Mark-Schein, da, ne? Und so, der Polizist, ja, ein bisschen doof oder was? Ja. Was machst du das denn auch? Ne? Ja gut. Ja. Ja, hat er recht? Ja, hat er recht. Hat er recht. Aber das war, boah, das ist echt so ein Kindheitstrauma, diese Penner. Ja, hast du dann am Ende irgendwann doch noch einen Plattenspieler bekommen? Nee, den habe ich, ohne Scheiß, den ersten Plattenspieler habe ich mir vor 4 Jahren gekauft. Und der war von Spotify. Nee. Nein. Oh, sorry. Und Apple Plus. Nein, der Musik war von Amazon. Dinon oder sowas. Ja, ich habe, das stimmt gar nicht. Ich habe vor 10 Jahren auch schon mal einen gekauft von irgendeiner DJ-Marke, aber. Vom Hütchenspieler. Zum Verschenken. Ich dachte, jetzt von dem Hütchenspieler damals den Plattenspieler gekauft, weil der hat sich dann von den 100 Mark eingekauft. Der ist dann wahrscheinlich, genau. Der hat dieses Angebot im Saturn oder wo auch immer das da war in Berlin. Aber vielleicht musst du das mal andersrum sehen. Also du hast in deinem Leben also nur 100 Mark in Glücksspiel eingesetzt. Richtig. Und vielleicht hast du auf die lange Sicht dann
ziemlich guten Invest getan, weil viele andere, glaube ich, liegen da deutlich drüber, obwohl sie nie auf diesen Hütchenspielertrick reingefallen sind. Vielleicht siehst du es von der Seite, um da einen positiven Blick zu haben. Ja, ich sehe das, bist natürlich trotzdem doof. Genau, aber, so sehe ich das. Also du sprichst mir aus, aus der Seele. Genau so sehe ich. Und so muss man auch solche Niederlagen sehen. Das war echt scheiße. Ich sag, das war als 15-Jähriger, war 100 Mark, war echt viel Kohle. Ja. Das war richtig, richtig böse angefühlt. Liebe Kinder, das waren heute sind das quasi das Äquivalent zu 50 Euro. Ja, seitdem 100 Euro. 100 Euro. So, von der Kaufkraft wahrscheinlich 100 Euro. Und seitdem du hast diesen grünen Schein, also heute in Euro, und für die heutigen modernen Hörer, so ein grüner. Damals war ja so ein blauer, der 100er mit dem Typen da drauf, was ist das, Schiller oder was, mit der Locke. Schiebermütze da. und dann ist dieser Huni weg. Ja, das der ist Typ doof. Nimmt den natürlich, hebt sein Ding hoch und grinst mich scheiße an. Ich hätte sterben können, ich hätte im Boden versinken können. Und tatsächlich, 100 Mark ist ein entspanntes Investment dafür, dass ich wahrscheinlich in diesem Leben kein Spielproblem mehr kriegen werde. Dafür spielt er immer mit dem Sammer noch Lotto, also nur noch staatlich. staatlich subventioniertes Glücksspiel. Das hättest du jetzt nicht verraten müssen. Das ist ja für einen guten Zweck. Jede wieder, Niete ein Gewinn. Aber nur bei den großen Jackpots. Ja, sicher. Genau. Und da sage ich auch, da bescheiße ich mich natürlich auch adäquat, da sage ich immer, ich mache ja kein Glücksspiel, sondern ich kaufe mir am Anfang der Woche ein Los, um die ganze Woche zu träumen, was ich mit dem Geld mache. Das ist sozusagen das Los, das Ticket zum Träumen. Ich habe mal einen heißen Insider-Tipp für euch. Bitcoin-Mining mit einem Dieselgenerator. Super Insider-Tipp, nicht weiter sagen. Aber mit E-Auto vorfahren. Ja. Ja, das ist sehr schön. Ja, was das E-Auto-Thema übrigens angeht, du sagtest ja eben, du wärst da ja auch kein Verfechter oder so, oder kein grundsätzlicher Verfechter. Es ist halt, glaube ich, einfach das Problem, dass die gleiche Menge an Autos durch eine andere Menge an Autos zu ersetzen, ist irgendwie so ein bisschen der falsche Ansatz. Aber führt jetzt zu weit, weil du hast ja eben schon die Sommerhupe gehabt, ne? Ja. Hast du ein Quickie? Jetzt hier nicht. Wolltest du ein Quickie mit drei Männern im Bus? Du wolltest so einen irgendwie. Ja, komm. Nein, ich will nur damit wir noch einen Artikel reinschmuggeln, der ist aber auch ganz kurz, weil das würde so gut passen, du kannst den Quickie trotzdem rausholen. Ist egal. Nein, pass auf. Wenn du einen Quickie rausholst. Hättet ihr das gedacht? Was braucht man denn, um ein E-Auto zu bauen? Ich finde es ja so geil, wenn Reifen. Wir so Überleitungen haben. Was braucht man? Reifen, richtig. Karosserie. Richtig. Und? In Steckdose. Was braucht der Vibrator eurer Frau? Batterien. Ach so. Also. Eine Batterie muss ja so ein E-Auto haben. Ah, nee, Entschuldigung. Ach so. Wenn du auf dem Einkaufszettel steht, Schatz, bring mal hier die kleinen Batterien mit, ne? Das ist nicht für einen Walkman. So, ja, so sich die Idee sind. Ja, dann fehlt wahrscheinlich der Vibrator. Oh, der Eichelheer. Helikopter mit der Batterie hier. Ich brauche keinen Vibrator. Ich möchte jetzt hier raus. Kann das bitte geschnitten werden? So. Und die modernen Batterien sind ja, wie wir wissen, Lithium-Ionen-Akkus. Und diesen Stoff, den gibt es normalerweise, wenn ihr das jetzt wisst, dann seid ihr geil, wo gibt es den normalerweise, wo kommt der sehr häufig vor? In China? Wahrscheinlich auch, aber so das Mekka des Lithium-Abbaus ist, ne, glaube ich auch. Südamerika. Doch. Das Afrika, das wäre ja mit China und Argentinien und so weiter. Da gibt es irgendwie so ein Dreiländereck. Ich finde es jetzt nicht hier. In Argentinien, Chile, Bolivien, in diesem Dreiländereck, lagern 70% der weltweiten Vorkommen von Lithium. Und in Sachsen. In Sachsen hat man nun in einem stillgelegten Bergwerk Lithium gefunden. Lithium. Einfach da eine alte Batterie reingeschmissen. Das weiß ich nicht, aber das machen die seit 2017, nee, stimmt gar nicht, das ist eine falsche Zahl, seit Jahren jedenfalls erforschen die. deswegen. Also, das sauber. Nein, seit 2010. Seit 2010 gibt es eine Firma, die heißt Deutsche Lithium, die in Sachsen dieses Projekt in diesem stillgelegten Bergwerk macht. Und die haben oder vermuten, dass dort immerhin 125.000 Tonnen Lithium sind. Wie viel ist denn das so in Batterien? Also in Batterien kann ich das schwer genau einschätzen. Sagen, aber mit 120.000, wir hatten ja eben den BMW, jetzt wird, glaube ich, hier ID3 ist, glaube ich, ein E-Auto von VW, wenn mich nicht alles täuscht. Und mit den hiesigen Vorkommen, also diese 125.000 Tonnen,
könnte man etwa 20 Millionen von diesen Autos bestücken. Das reicht also ist nicht wenig. Also für die deutsche Autoindustrie wäre das ein entscheidender Standortvorteil, wenn man das hebt und sie sozusagen nicht auf Lithium-Lieferung, wo die ganze Welt scharf drauf ist, weil hier wird auch geschätzt, dass der weltweite Bedarf an Lithium bis 2025 auf 1,6 Millionen Tonnen, also ein Vielfaches von diesem Vorkommen, steigen wird weltweit. Natürlich auch Handy-Akkus, all das, alles wollen das haben. Wie bemerkt man denn Lithium? Also sonst würde ich mal bei mir im Garten graben. Das müsstest du die deutsche Lithium fragen. Es gibt tatsächlich auch noch ein anderes irgendwo am Rhein, gibt es auch noch ein Vorkommen, was da erforscht wird und die wollen eben 2025 anfangen, jetzt höre ich auch auf mit dem Kram, aber wollen anfangen, das Zeug tatsächlich abzubauen und damit Deutschland als Standort natürlich deutlich aufzuwerten, zumindest die deutsche E-Auto-Industrie hätte da einen riesen Vorteil. Haben nicht alle Bundesländer einen Slogan? Welcher ist noch der von Sachsen? Wir bauen ab. Oh. Ja? Ja. Weiß ich nicht. Wäre doch was. Früher war es mal, wir hauen ab. Aber na gut, ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Das wir, haben uns, nach unten. Wir haben uns, glaube ich, heute wenig Freunde gemacht. Ich höre jetzt auf. Ich verspreche, bei der nächsten Sendung bin ich lammfromm. Also, das Problem ist, wir waren alle, haben wir eben festgestellt, vor dieser Sendung ein bisschen mal eine Zeit lang erkältet und ich habe ewig kein Bier mehr getrunken. Also ich brauche nur anderthalb Bier. Siehste. Und schon größte schmutzige Lieder. Ja, und es ist wirklich schön. So, Biera Moretti, das schmeckt sehr gut. Da ist ja, so ein Schlapphutträger mit einem Bierglas so ein drauf für die Fans. Also ein bisschen eine Mischung aus Österreich, Italien, da was irgendwas ist. Ich finde diese italienische Aufsicht, die kommt da sehr stark. Die schmeckt man echt durch. Ja, italienischer Aufseher. Man sagt ja auch L'Authentica. Ja, genau. Ja. Wo steht das eigentlich bei euch? Ach, da oben, gebraut in Österreich unter italienischer Aufsicht. Sehr gut. Mhm. Das ist schon ein schräger Spruch, muss man ehrlich sagen. Genau, und ist von Heineken, wie gesagt. Aber ich habe das in Italien am Gardasee auch gesoffen. Siehste. Aber der Gardasee ist ja gar nicht so weit weg von Österreich, wenn man jetzt von Italien aus guckt. Brauunion Österreich AG, das klingt schon mal nicht nach einer lokalen Brauerei. Boah. Ja. Mensch. Heineken ist ja so ein lokaler Hersteller, ne? Ja, das ist so ein ganz ein kleiner. Sicher. Das spricht auch dafür, dass es jetzt gerade zufällig in meinem Rewe exklusiv zu finden war. Stell dir vor, das wäre überall. Nein, das ist nur im Ösi-Rewe. Das war im Spezialitätenregal. Nee, eigentlich im Ösi-Manninger oder wie? Im Rewe-Manninger. Ich gebe es zu, das war so eine 1-Kubikmeter-Palette, die kurz vorm Ausgang da stand. Ja. Moretti-Dudler. Ja. Nein, das ist tatsächlich ein ärgerliches Erlebnis. Ich bin extra im Getränkebereich rumschlawenzelt und hab mir gedacht, komm, was, vielleicht gibt es ja hier auch was Feines. Da hab ich das gesehen. Alles schon gehabt. Mit dem, ja, mit dem grünen Schlapphut dachte ich, komm, das hatten wir noch nie, das sieht gut das aus. Auch nicht. Das klingt nach Urlaub. Nee. Und dann bin ich beim Rausgehen, an dieser Palette vorbeigekommen, wo noch tausend andere von diesen Sixpacks standen. Nein, aber das ist ein... Also Prollo, ich muss sagen, du hast schon viel Scheiße mitgebracht in diesem Bus. Das ist wirklich, danke dir. Das ist wirklich ein leckeres Bier. Für die offenen Worte. Egal, wo es gebraut wurde, das ist ja heutzutage echt Latte. Mir schmeckt es gut. Mir schmeckt es auch besser als mein mit dem Vogel drauf da. Was sind das hier? Achso, nicht der wilde Joe. Nicht in die Frau und nicht ins Auto kippen. Okay. Ja. Warnhinweise. Ja, dann komm, dann... Grüßen wir auch noch ganz lieb den Sommer zum Ausklang dieser Sendung, weil der ist ja der Einzige, der diese Podcasts immer bis zum Ende hört. Und der alte Depp. Ihr müsst ihn jetzt mal richtig beleidigen, damit er darauf, dann merkt er, dass er das mit tut. Mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Also Sommer, pass auf. Der Ben heizt dir jetzt mal ordentlich ein. Mhm. Mit deiner, haut dir die wir fiese sind so froh, dass du nicht da Schnauze bist. In die Fresse. Und wir sind auch gar nicht neidisch, dass wir hier in so einem kalten Bus auf dem Assi-Parkplatz sitzen und du irgendwo auf so einer warmen, sonnendurchfluteten Insel ohne Kinder, ohne sonstigen Stress und wahrscheinlich gerade die Zeit deines Lebens hast. Und wenn dem so ist, dann wünschen wir dir ganz viel Spaß dabei. Fiese Fresse in die Schnauze. In die fiese Schnauze. Ihr seid aber auch schlechte Menschen. Also ich finde das weiß der aber auch. Ach so. Weiß er Bescheid. Dann ist ja gut, er kennt sich aus. Aber du kannst auch noch was Nettes sagen. Weiß ich auch das nicht. Das ist ja gewöhnt wie so ein Wachturmträger. Also, die kommen zu dir nach Hause und wissen genau, dass sie wieder ein... Ja. So. Okay. Na gut. Dann
Bis in zwei Wochen. An alle, die wir nicht beleidigt haben, kommt wieder vorbei. Genau. Ja, genau. Mach's gut. Ade.